Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Exilia 2. Lange, lange, lange war es her, als der letzte Part gelaufen ist. Genauer gesagt, müsste das sogar schon gute 4 Monate her sein. An dieser Stelle ein weiteres Mal ein fettes, fettes Sorry. Es tut mir wirklich leid, dass es eine zweite extrem lange Pause während dieses Spiels gegeben hat. Ich glaube, diese zweite Pause war sogar noch länger als die erste. Aber ich war einfach drauf und dran, Tales of Zestiria durchzusuchten. Ich hatte zwar zwischenzeitlich versucht, beide Projekte gleichzeitig zu spielen, aber das hat ja augenscheinlich alles andere als gut funktioniert. Deswegen habe ich erst Tales of Zestiria beendet und jetzt geht es an dieser Stelle also auch endlich mit Tales of Exilia 2 weiter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, in welchem Kapitel wir stehen geblieben sind. Ich glaube, Kapitel 12 müsste das sein. Ich weiß noch, beim letzten Mal haben wir ein Figuren-Nebenereignis von Elvin, müsste es gewesen sein, durchgespielt, wo wir ja in einer Splitterdimension unterwegs waren und wo Elvin ein weiteres Mal miterleben musste, wie seine geliebte Pressa stirbt. Das war wirklich eine traurige Episode. Aber jetzt muss ich auch erstmal wieder mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Vor allem mit dem Kampfsystem. Oh Leute, ich werde mich noch so häufig verdrücken. Ich garantiere es euch. Aber was ich sagen wollte, jetzt dürften wir, ich glaube, momentan keine weiteren Figuren Nebenereignisse offen haben. So sieht es aus. Sprich, wir können mit der Hauptstory fortfahren. Zahle einen Teil deiner Schulden ab. Wir gucken mal kurz auf unseren aktuellen Geldbestand. 171.000, nächste Zahlung 149.000. Sprich, wir können die nächste Schuldentilgungsgrenze abbezahlen. Mal ganz kurz gucken, wen wir in der Gruppe haben. Ah ja, endlich darf ich mal bald wieder mit Mila kämpfen. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon. Aber ich denke mal, ich möchte gerne den Gaius mal wieder mitnehmen für die gute Leia. Denn das hier war, glaube ich, mehr oder weniger meine Lieblingstruppe. Mila, Luga, Gaius und Elise. Ja, und wie gesagt, ich glaube, ich muss jetzt erstmal echt wieder in die Steuerung so ein bisschen reinkommen. Denn ein bisschen anders als Tales of Zestiria spielt sich das Spiel dann doch ein bisschen. Und vor allem, jetzt wo ich das so sehe, fällt mir dann doch ein grafischer Unterschied dann doch schon auf zur PlayStation 3, zur PlayStation 4 mit Tales of Zestiria. Soll nicht heißen, dass diese Grafik schlecht ist. Mir gefällt sie weiterhin extrem gut, aber qualitativ ist sie dann doch ein bisschen schlechter, muss man ja offen und ehrlich zugeben, als die PS4. Fällt mir jetzt gerade so ein bisschen auf. Okay, aber soll uns nicht kümmern. Wir gehen mal. Wo gehen wir eigentlich hin? Wir müssen eigentlich nur unsere Schuldentilgungsgrenze, mein Gott, was ein blödes Wort, abbezahlen. Aber eine Sache möchte ich mal ganz kurz vorher noch gucken. Und zwar, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr so wirklich, was in der Hauptgeschichte das letzte Mal passiert ist. Elle und ich hieß das letzte Kapitel der Hauptgeschichte. Beisley hat uns zurückgerufen, er möchte die echte Mila kennenlernen. Elle schien darüber nicht allzu erfreut, aber Befehl ist Befehl. Das war doch schon ein bisschen länger her. Dann die Sache mit der Zeitkapsel, ja. Ah ja, ich erinnere mich. Es stellte sich heraus, dass derjenige, der hinter all den Toten steckte, nun ich war. Oder vielmehr Victor. Also ich in 10 Jahren. Ich erinnere mich, wir waren ja in die Splitterdimension von L gereist und haben dort ihren Vater, Victor, kennengelernt. In Klammern, Lugas anderes Ich. Und er hat uns ja angegriffen. Els Körper verwandelt sich und wird zu einem Streukatalysator. Ich wusste ja, dass meine Kräfte Els Energien anzapfen, aber ich hatte keine Ahnung, dass es so weit kommen würde. Erst bringe ich ihren Vater um und dann bringe ich auch sie selbst nach und nach um. Und doch bleibt sie da
Alter, ich hab Sprachfehler und doch bleibt sie bei mir. Ich weiß nicht, wie sie das erträgt. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch sagen soll. Ja, natürlich ist Elle extrem depressiv in den letzten Parts gewesen. Aber sie bleibt dennoch bei unserem lieben Luger, der von all dem ja gar nichts gewusst hat. Immer weil er sich in den Chroma oder immer wenn er sich in den Chromatus-Modus verwandelt hat, hat sich Els Zustand ja auch mehr und mehr verschlimmert, weil sie die ganze Zeit ja die Uhr, die Taschenuhr bei sich getragen hat. Und ich denke, wir sollten jetzt als nächsten Schritt in der Hauptgeschichte hoffentlich einen Weg finden, ihren Zustand wieder zu verbessern. Aber jetzt müssen wir erstmal. Hallo Nova, dich haben wir auch schon sehr lange nicht mehr gehört. Jetzt müssen wir erstmal unseren nächsten Beitrag leisten, 149.000. Und dann sollte es mit der Hauptgeschichte auch weitergehen. So, sorry an dieser Stelle für die etwas größere, längere Einleitung. Für die, die dieses Projekt vielleicht am Stück schauen, das werden maximal ein oder zwei Leute sein. Wie gesagt, zwischen dem letzten und diesem Part liegen tatsächlich 4 Monate. Deswegen verzeiht mir, dass ich mich mal hier ganz kurz neu orientieren muss. Und jetzt geht's erstmal weiter. Mr. Krusnik, could you verify your current whereabouts? As I mentioned in my text, we would like you to bring the Waymarker to Riza Harbor in Marksburg at your earliest possible convenience. Stimmt, und den letzten, das war doch der letzte, oder? Es war ja der letzte Wegweiser, den wir von Victor bekommen haben. Und wir wissen ja noch, sobald wir alle Wegweiser zusammen haben, öffnet sich der Weg ins heilige Land Kanan. Und das war ja ursprünglich eigentlich unser Ziel. So, was sagen wir zu der Guten, dessen Namen ich vergessen habe? Ich habe so viel vergessen aus Tales of Xillia 2. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. So, sagen wir, verstanden, ich bin schon unterwegs oder ich bin hier gerade etwas beschäftigt. Ich bin doch keine Maschine. Aber ich denke mal, wir sollten hier loyal bleiben und bloß hier nicht aufmüpfig werden. Deswegen verstanden. President Bakur is heading there as well. He will provide further instructions. Good luck. Und diesen Beisley, Herrn Bakur, vertraue ich ja immer noch nicht so richtig. Gut, wir sollen also nach Marksburg. Ereignis ist aktualisiert und damit sollten wir auch zum nächsten Hauptkapitel bald stoßen. Geh schnell zum Rietzehafen in Marksburg. Und eine Sache, ach, die finde ich so schön in Tales of Xillia 2, natürlich das Schnellreise-System. Mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber schon neue Figuren. Achso, hier ist nochmal Marksburg. Ob wir schon neue Figuren, Nebenereignisse haben. Nee, das wäre auch sehr verwunderlich gewesen, deswegen gehen wir jetzt nach Marksburg zum Teil von Rietzemexia. Und da sollten wir eigentlich richtig sein. Mit Viereck, genau, mit Viereck war die Karte aufrufen. Und, wir haben erstmal ein Zwischengespräch. Die Bedeutung der Süße. Um erstmal wieder ein bisschen reinzukommen. Hoppala, falsche Taste. Auch daran muss ich mich erstmal gewöhnen. In Tales of Terraria war die L3-Taste die Dialogtaste, hier ist es die Select-Taste. Elise, Leia, I'll be blunt. That sounds far too sweet. Too much sweetness can make you nauseous. There's nothing wrong with a little sweetness. But maybe you're just too bitter. Trust me, I'm older than you. You will only regret this afterwards. You mustn't be swept away by the pursuit of fleeting pleasures. I understand your point, but still. Luger, what do you think? Is sweetness so bad? Alles in Maßen. Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Oder es gibt doch nichts gegen ein bisschen Süße einzuwenden. Ich denke mal, wenn wir jetzt uns für Letzteres entscheiden, würden wir Pluspunkte bei Leia und Elise sammeln. Und wenn wir sagen, alles in Maßen, wahrscheinlich bei Mila und eventuell auch bei Muse. Und ich möchte mich eigentlich gut, sehr gut mit Mila stellen, deswegen sagen wir mal, alles in Maßen. See, a chef understands.
You can't appreciate sweetness without contrast. That's why the most profound sweetness comes from a simple slice of lightly salted watermelon. Mila is exactly right. There is no topping the natural fundamental sweetness of fruit. Yet you would befoul it by piling on pudding and ice cream, and who knows what else. But isn't that every girl's dream? Sugar is a woman's most potent weapon in the never-ending battle against daily stress. A weapon that gradually transforms into a heavy sheet of armor around your waist. You think I don't know that? What are we... We've been debating what dessert we want you to make for us. And the spirits won. Start cutting that watermelon, Luger. Okay, ein schönes, nettes Zwischengespräch für den Einstieg. Allerdings nichts Story-Relevantes. Hallo, Musi. Mal ganz kurz gucken, was sie zu sagen haben, aber ich glaube, das hatten wir auch schon alles gehabt. Also nichts wirklich Story-Bewegendes. Und da haben wir schon unser Sternchen. Und das sind zwei Typen von der Sparius AG, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und Beisley soll hier auch irgendwo sein. Gut, dann quatschen wir mal mit dem Typen. Die Hauptgeschichte fortsetzen. Das tun wir mal. Kapitel 13. Das gelobte Land erscheint. Und L natürlich immer noch niedergeschlagen. Rowan brought me up to speed. I'd tell you to cheer up, but I'm guessing that dog won't hunt right now, will it? We have confirmed your arrival. Arrange the waymarkers of Canaan into a five-pointed star. It creeps me out how they always know where we are. What do we do? So what happens if we arrange the waymarkers? Perhaps when brought together, they form a map to the land of Canaan. One way to find out. After all, you and Luger were the ones who gathered them. Sure. Also legen wir einen Stern. Oder fragen wir L, willst du es machen? Wir fragen sie einfach mal. Wir müssen irgendwie unsere Beziehung wieder auf einen Punkt bringen, wo sie einmal war. I can put them down, but how am I supposed to arrange them? Into a star shape, just like this. Luger! Up there! Believe that you hit it there.
You have got to be kidding me. No, this is no joke. Who would have thought that the Waymarkers were the means to summon Kanan? Now that we know where to find it, how do we get ourselves there? Have Muzi blasted out of the sky! Well, aren't you a violent little thing? How about an airship? Futile. Merely approaching will not grant you access. Kronos! So that is Kronos. I never dreamt you'd get all the waymarkers. I wasted too much time dealing with the Seeker. Just give up, Luger. You can't beat him. You should heed your own advice, human, lest you wish to become a Divergence Catalyst. All those catalysts we've encountered, it wasn't you creating them? All I did was grant the power of the Chromatis to the Scions of Kresnik. Catalysts are the result of those Kresnik surrendering to their desires and abusing their power. Strange how you never realized that, even as you condemned dimensions as false and destroyed them. Tell me, how exactly did you determine the real from the false? Humans are naught but simpering fools. No need to wait for Origin's trial to tell me that. Luger! Run! You can't! Glasses guy is in trouble! Catalysts are the result of those Kresnik surrendering to their desires and abusing their power. Oh, Scheiße. You are terminally infantile. Why doesn't he transform already? You have to stop using the Chromatis. Stubborn creatures to the end. And foul beyond reckoning. Everybody, run! What are those? El! No, Luger! Stay back! Shield arts! Couldn't handle all of us? Were you the only ones who dodged them? How pathetic. Enough. Dispel the art. We've gathered the waymarkers. Tell us how to enter Kanan. For the sake of mankind? No, for man and spirit alike. That's what you said when you made the schism. How many times must you repeat the same mistakes? I intend to atone for them, even if it takes me the rest of time. You leave me no choice but to hurl you headlong into the abyss. This might graze the slowpokes. I'll just make sure to apologize later. Surprise! Maxwell's shoddy creation is trying to be clever. Well, well. Aren't you a durable one? How could he have survived that? It's time you learned. Some things in this world are truly indestructible. Und damit kommt es zum Kampf gegen Kronos. Holy shit. Und ausgerechnet mein erster Kampf nach so langer Zeit und dann gegen solch einen Gegner. Und es kämpft unsere vermeintlich aktuell stärkste Truppe. Nur 4 Stück sind übrig geblieben, der Rest wurde gefangen genommen. Ich glaube, wir sind in der Haut von Mida, das ist schon mal ganz gut. Aber wie eingangs erwähnt, ich werde jetzt bestimmt erstmal Ewigkeiten brauchen, um hier in das Kampfgeschehen wieder zurückzufinden. Kronos Level 59 hat Resistenz gegen Dunkelheit und gegen Schusswaffen und seine beiden Angriffswerte. Holy shit, also der sollte uns nicht allzu häufig treffen. Och Gott, jetzt muss ich erstmal wieder ins Kampfgeschehen kommen. Wir spielen immer noch wieder.
Und was hat er denn hier noch als Verstärkung bei sich? Kronos Zahnräder, 2 Stück. Die haben Schwächen gegenüber Schusswaffen. Ich denke, wir werden uns erstmal um die kleinen Zahnrädchen kümmern. Oh, und Guy ist brennt. Das ist schon mal extrem schlecht. Er muss sich mal ganz schnell ein... Oh, wir haben nur noch 3 Allheilmitteltränke. Ich glaube, demnächst, nach dem Kampf, müssen wir dann auch ein bisschen was einkaufen. Und ich hoffe, ich komme hier wieder schnell ins Kampfgeschehen ein. So können wir unsere 4 großen Geister beschwören. Und erstmal wieder verbinden, genau. Das war ja auch ein Feature in, oder ist ein Feature in Tales of Exilia. Ja, und wir sind gerade in der Grenzüberschreitung. Und kann das sein, dass Luca verwirrt ist? Nee, doch nicht. Ich dachte, er greift uns gerade an. Holy shit, holy shit. Ich komme nicht zum Angreifen. Und wir brennen alle. Ach du Scheiße. Kann uns bitte mal jemand heilen? Auch gummimäßig sieht das gerade alles andere als gut aus. Danke für das Gummi. Und es sieht so aus, als ob wir die Zahnräder gar nicht besiegen könnten. Zumindest nicht zerstören könnten aktuell. Dann müssen wir wohl erstmal auf Kronos drauf. So, da sind wir gerade K.O. gegangen, aber wurden gleich wiederbelebt. Jetzt erstmal gleich einen Trank des Lebens. Haben wir auch noch 6 Stück von. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier eine Chance überhaupt haben, gegen Kronos zu bestehen. Und ich muss sagen, vom Kampfsystem, das spielt sich komplett wieder anders. Ich muss echt mal reinkommen nach dieser langen, langen Zeit in Tales of Zestiria. Spielt sich das hier doch ein bisschen lockerer, aber man kann auch genauso schnell dadurch ja selber drauf gehen. Ein bisschen kapiert, er schon verloren. Aber was ist da gerade eben passiert? Das war doch schon mal ein epischer Einstand. Nach dieser langen Pause mit dieser kleinen Anime-Zwischensequenz. Bitte mich jemand wiederbeleben, danke. So, aber die Zahnräder scheinen wirklich bei 1 KP stehen zu bleiben. Ich überlege gerade, ob wir nicht eventuell in die Haut von Luca wechseln, der gerade K.O. gegangen ist. Um da vielleicht in den Komatos-Modus zu gehen. Aber wir haben ja gerade gelernt, beziehungsweise wussten wir schon seit dem letzten Mal, wenn wir den Komatos-Modus benutzen, schadet das auch L. Und deswegen habe ich mich gerade eben auch dagegen entschieden, im Komatos-Modus gegen ihn zu kämpfen. Denn ich glaube sowieso nicht, dass das viel gebracht hätte. Was zaubert er da eigentlich die ganze Zeit? Schwall. So. Schöne Wiederbelebung. Yuse kann auch immerhin 1-2 Wiederbelebungszauber. Aber wie können wir die blöden Zahnräder ausschalten? Keine weiteren Informationen zu den Dingern. Und wir sind auch schon wieder fast tot. Wir haben auch gerade Blutungsschaden. Also der Kampf könnte ganz schön heftig werden. Beziehungsweise er ist schon heftig. Der letzte Trank des Lebens. So, können wir irgendwie... Genau, so konnte ich wechseln und so konnte ich in den Komatos-Modus. Auch erstmal da wieder dran gewöhnen, wie ich den Charakter wechseln kann. Wow, und das ging ja ganz schnell mit den Komatos-Modus. Aber diese blöden Zahnräder gehen einen auf den Sack. Und ich möchte die auch gar nicht anvisieren. Aber wir sind gleich alle tot. Ich glaube, ich lasse mich mal kurz Game Over gehen lassen. Yuse, hör auf! Ich glaube, wir haben echt keine Chance, oder? Ist wahrscheinlich geskriptet, dass wir diesen Kampf verlieren. You are about to learn a fatal lesson about what kind of spirit I am. You'll find we know. More than you think. Pay attention, children. Where'd his wounds go? He can heal so quickly. Why bother with healing when you can reverse time itself? Reverse time? That can only mean
Indeed, I am Kronos, master and great spirit of time. Es gibt sogar eine zweite Phase. Willst du mich verarschen? Und Music ganz alleine gegen großen Kronos. Wir haben ihm wahrscheinlich gerade noch so viel KP abgezogen, dass wir die zweite Phase dieses Kampfes erreicht haben. Aber da haben wir, glaube ich, keine Chance. Und das ist natürlich eine mächtige Qualität, die Zeit zurückzudrehen. Aber die Geschichte geht trotzdem weiter. Ich glaube, das ist gar kein geskripteter Kampf. Wir können den bestimmt gewinnen. You are resolute, but I suppose you wouldn't have summoned Kanan were you weaker of will. He's reversing time again. This is getting old fast. Time is infinite, but yours is at an end. You leave him alone! What's this? Why did the art fade? Move. So be it. I'm staying where I am. Cause Luger is my... You only get one life. Don't waste it. Ah, Beasley Bakur. There's a secret to entering Kanan, and I possess it. Correct. You presume much. I should tell you. We acquired the final waymarker of Kanan, the ultimate Chromatis bearer, in a fractured dimension. So in this world, it still very much exists. Beasley has a Chromatis too? Maybe you can beat the Key of Kresnik alone. But can you handle the both of us? Beasley? What's your game? I confess, a duel such as that would be challenging. One-on-one is better. I agree. They teleported. So little power left and he risks it all. Beasley, when you said you knew the way into Kanan, did you mean it? Yes. I don't want to go. Who needs the land of Kanan? I bet you it's dumb anyway. But you wanted to go there. You know we need to. How else are we going to eliminate the fractured dimensions if we don't? Do what you want. Go to Kanan for all I care. Just leave Luger and me out of it. No need to get worked up. We made a promise to go to Kanan together. But that promise was dumb. It doesn't matter. Does not. It doesn't matter at all. Why won't you listen to me? I don't need it anymore. Well, she's right about one thing. Luger, you don't require the Chromatis anymore. Outlived his usefulness? No. He has simply fulfilled his duty to my full satisfaction. Our family spent eons dreaming of this day, and now, thanks to him, it's arrived. Luger, I want you to know that I'm proud of you. Also gehört er tatsächlich auch zu dieser Familie, zu Kresnik? Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber El ist erstmal wichtiger. Ich vertraue ihm trotzdem irgendwie noch nicht so wirklich.
see why Julius worried about you so. Go to her, then what? Lest you forget, if you use the Chromatis to fix things, she'll transform into a divergence catalyst. Don't worry about the girl. One of my staff will keep an eye on her. You know, she probably just needs some time alone, Luger. Now then, how exactly do we enter Kanan? I'll explain back at HQ. No need to feel anxious. Kanan's not going anywhere. I would never let it. I never imagined I would see so many cats in my life. Are you smiling? Okay, wir haben jetzt gerade einiges verwendet und einiges erlangt und eine Katze ist zurückgekehrt. Da können wir mal ganz kurz in den Katzenkurier schauen. Wurde da eine Katze gefunden? Nö. Unser Katzenstand übrigens ist immer noch bei 80 von 100. Ab, das ist eher momentan zweitrangig. Ich würde sagen, oh, Beasley oder Beasley hat ein rosa Smiley. Ich denke mal, wenn wir ihn jetzt ansprechen, werden wir uns zum Hauptquartier teleportieren. Aber was ich sagen wollte, so als Einstieg, nach einer langen, langen Tales of Ixia 2 Pause, haben wir doch in diesem Part schon wieder einiges erlebt. Das Heilige Land, Kanan, nachdem wir eigentlich die ganze Zeit gesucht haben, ist erschienen. Und es hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Versteck hinterm Mond. Also bildlich gesprochen oder im Mond, wie auch immer. Und als wir die Wegweise alle gefunden haben, hat sich also das Heilige Land geöffnet. Und Beasley oder Beasley weiß einen Weg dorthin. Wie genau wir es anstellen werden, ob L dabei sein wird, geht zur Spirits AG, ist unser nächstes Ziel. Ob L dabei sein wird, ich glaube ja eher weniger. Und ich glaube, egal welche der beiden Antwortmöglichkeiten wir gerade eben genommen hätten, ich denke mal, sie wäre so oder so weggerannt. Wahrscheinlich müssen wir sie wirklich erstmal ein bisschen in Ruhe lassen. Aber wir haben jetzt eine nächste Aufgabe und die gehen wir beim nächsten Mal an. Nämlich dort hinzureisen. Dort zu dieser Art Planet. Aber wie wir das anstellen, das erfahren wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Tales of Ixia 2. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.